wir wünschen euch einen recht schönen guten Tag. Madame und meine Persönlichkeit. Und so sie auch natürlich. Was für eine Frage, alle Tage. Ja, wettermäßig fangen wir mit dem Besten an. Wetter, super. Mild. Der Himmel ist zwar ein bisschen bezogen, aber halt im grünen Bereich. Ach nee, im blauen Bereich. Ist ja blau der Himmel mit weiß. Ja. Ich habe zurzeit, muss ich nochmal runter in den Keller bei Gelegenheit und muss da was noch bauen. Susi hat mir da so einen kleinen, wir haben da so eine Idee und die muss ich noch verbringen. Muss ich langsam mal wieder runtergehen und dann, da kann ich euch leider nicht mitnehmen, weil das ist zu verschenken. Da wollen wir jemandem hier Fallen tun. Und er sagt, das ist gut, machen wir. Die oder der Gegner weiß das nicht, was das ist und für wem das ist. Ja, was macht sie? Ich spiele schon wieder Kaninchen. Fürs Gras. Einkaufen brauche ich nicht. Wir haben erstmal eingekauft. Das war am Freitag, glaube ich, oder am Sonnabend. Ja, Freitag haben wir eingekauft. Jetzt haben wir genug Reserve. Kommen wir erstmal hin. Und habt da schön das Wochenende verbracht. Wir haben es schön verbracht, ganz in Ruhe. Wie immer. Wochenende wird genossen. Das Genießen war wichtig. Und die Blätter fallen von oben. Ach, das wäre jetzt für Susi. Die würde wieder sehen, ihr Blätter wollt ihr tanzen. So. Es ist Lichtertime. Es ist dunkel draußen. Und es wird Zeit, dass wir die Lichter anmachen. Wofür haben wir sie denn? Tada! So sieht es mal aus. So. Hier unten. Ach schön. Hier oben. Hier, das sind übrigens... ich halt's mal hier hin. Bäume, die Uwe gekauft hat für unser Brandenburger Tor. Ja, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Die Vitrine muss ich auch anmachen. Natürlich. Hier die Lichter. So. Und die Kerzen da oben noch. Auf jeden Fall. Die muss ich aber erstmal hier unten. Und hoffen, dass es nicht runterfällt und schon fällt es. So ein Ärger. Müssen wir gleich aufsammeln. So. Jetzt beginnt der gemütliche Teil des Tages. Kerzenzeit. Wir gehen mal kurz in die Küche. Denn der Uwe,
Der werkelt hier rum. Tag. Boah, Tag. Ich habe die Schätzelei mitgebracht. So, wir haben euch beim letzten Mal gar nicht mehr den Ingwer gezeigt. Wir haben den abkühlen lassen. Ich setze mich hier einfach mit euch hin. Solange der Uwe hier werkelt, kann ich mich hier hinsetzen. Ey! Ja, also wir haben den abkühlen lassen und dann haben wir halt den Honig. Wir haben den Honig wieder flüssig gemacht und den Agavendicksaft aufgehoben. Und haben dann den Honig reingegeben und den Rest Zitronensaft. Und das ist der Rest vom Schützenfest. Das, was abgeseiht wurde, ne? Und da rausgekommen sind die Ingwer-Sirup-Flaschen. So, so viel haben wir. Wir haben ja 2 Liter reingegeben an Wasser. Ja. Ja. Und da können wir eigentlich direkt mal etwas Gesundes zu uns nehmen. Oh. Jo. Soll ich Löffel holen? Hier, nee. Was denn nun? Nein, Sirup. Es wackelt ein bisschen, weil ich euch hinstellen möchte. Sirup hätte ich gerne. Ach so. Ich dachte, du auch. Sirup. Komm her, Maus. Glas oder Tasse? Glas, Tasse. Ja. So. So, dann stelle ich euch hier hin. Und schon wieder sind wir in der Küche, ne? Ist ja auch klar. Ist ja ein Ding. Wie sollte es anders sein? In die Küche sind wir nur allein. Nein. So, das muss man natürlich immer schütteln. Also man sieht hier richtig den Satz. Genau. Und das muss natürlich geschüttelt werden, ist ja klar. Damit man die volle Dröhnung hat. Man kann das, also es ist ja ein Rachenputzer, ist ja klar. Oh, voller. Man merkt es halt auch richtig durch den Ingwer. Danke, 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 ist mir so viel. Sollte ein Schutt werden. man kann das natürlich verdünnen jetzt, indem man das mit Wasser auffüllt. Aber normalerweise reicht so ein 2 cl oder so ein Schnapsglas voll als Schutt oder vielleicht 2 Schnapsgläser voll. Aber das ist schon ordentlich. Das ist ein Doppelter. Aber zum Wohlsein, ja, auf Prost. Unsere Gesundheit, auf unser aller Gesundheit. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den nachmacht und mir ein bisschen Feedback gebt, wie ihr das so findet. Prost. Oh. Oh. Mein lieber Scholli, kann ich dazu nur sagen. Der greift an. Oh. Ja. Nee, da, oh. Das ist halt ein Rachenputzer, ja. Doch, also seid euch bewusst, wer das noch nie gemacht hat, das ist scharf, ja. Ja. Also jetzt das erste Mal, dass ich den so trinke. Sonst habe ich immer verdünnt getrunken. Ja. Verdünnt getrunken. Ja. Ist scharf, also jetzt nicht im scharf von Sinne, oh, mir brennt der Mund weg oder so, aber man merkt das halt im Rachen. Deswegen, der heißt ja nicht umsonst Rachenputzer. Oder merkst du es noch woanders? Rachen, ne? Ja. Jetzt könnte ich ja Feuer spucken. So, jetzt haben wir richtig schön unser Immunsystem unterstützt. Und das werden wir auf jeden Fall durcheinander gebracht haben wir das. Nein. Das werden wir auf jeden Fall sag schon, jetzt im Winter Alter. Wieder ordentlich fortführen. Ja. Ja. Dann haben wir eigentlich noch eine andere Sache, die wir ansprechen möchten. Ja, und? Was war das? Ach so, wegen... Ja. Ja. Also, ja. An erster Stelle, ihr Lieben, möchte ich mich einfach für eure unfassbar vielen lieben Kommentare und Rückhalt-Kommentare bedanken. Ihr seid alle sehr, sehr traurig darüber oder zumindest ganz viele. Und trotzdem könnt ihr verstehen, dass mein Hundemutterherz da einfach gerade ganz groß und schützend vor mein Fellkind gesprungen ist. Aber ganz viele, eigentlich ist es der O-Ton der Community, hat gesagt,
Jetzt erst recht. Also, ne, lasst euch das nicht, lasst euch da nicht das, wie war dieser Wortlaut? Wir verändern unser Videoverhalten, weil Kacklappen Scheiße erzählen. Ja. Oder einfach Gehirndurchfall haben oder was, keine Ahnung. Und das ist wirklich ein O-Ton durch die komplette Hummelgang, durch die komplette Herz-Community. Und dafür danke ich euch, denn ihr habt eigentlich recht. Aber ich freue mich natürlich auch, dass ihr verstehen könnt, dass mein Hundemutti-Herz da so direkt in die Bresche gesprungen ist. Ne? Das war einfach eine Reflexreaktion, weil ich einfach meine süße Kira beschützen muss. Da sieht man mal, die das verachten oder hetzen darauf, dass sie keinen Grips haben da oben. Nee, haben die auch wirklich nicht, ne? Leer. Überhaupt nicht. Und ganz viele haben halt geschrieben, also jetzt erst recht. Und natürlich haben der Uwe und ich uns entschieden, Kira doch wieder weiterhin zu zeigen, weil ihr liebt sie. Also die Herz-Community, die Hummelgang, liebt die Kira und... Ja, es ist halt nicht immer einfach, so, so Kommentare zu ignorieren. Ja, oder gerade wenn es halt an meine Familie geht. Ja, ne, das ist also, wir haben uns immer richtig intensiv damit auseinandergesetzt. Ja. Da haben wir gedacht, wisst ihr was, warum sollen wir jetzt die Leute, die uns lieben, bestrafen? Ja, ja. Bloß weil da ein paar Blindgänger drin sind. Wobei mir das ja fern liegt, irgendjemand von euch zu bestrafen. Für mich war einfach in diesem Reflex, dass ich meinen Hund schützen möchte, einfach vor. Aber ihr habt schon recht, Kira kann es nicht lesen, ne? Nee. Das ist es ja. Also, das ist ja, findet ja in meinem Kopf statt. Denn. Und ich lasse mich natürlich nicht hier hören. Ja. Icken. Wie soll man das sagen? Ja? Naja, ist ja richtig. Wir wissen es schon mal. Nur von solchen Dummbroten. Ne? Das ist halt, ihr habt recht. Wir haben reflektiert. Wir haben darüber nachgedacht. Im Namen von Kira. Ja. Hier werden wir sie natürlich weiter zeigen. Oh, langweilig. Langweilig. Genau. Jetzt erst recht. Ja. Ja, so ist das. Also ich musste schon einen Tag wenigstens, brauchte ich auf jeden Fall, um eine Nacht drüber zu schlafen, als wir darüber gesprochen haben. Und heute die ganzen Kommentare von euch, die uns so viel Support geben. Also wirklich ganz, ganz, ganz lieben Dank. Auch natürlich im Namen von Kira. Ne? Das ist ja überhaupt für mich das Allergrößte, dass ihr da so, so toll reagiert habt einfach. Ja. Also auch mit Verständnis. Na logisch. Ich gut. Den lass ruhig an, den brauchen wir nicht wegschneiden. Das sind positive Emotionen, die mich einfach erfreuen, dass ich merke, was für tolle Menschen wir in der Community haben. Das flasht mich gerade total. Ja, die Kira will trösten. Die will mich auch trösten, ja. Ach, bitte Leute, versteht das nicht falsch. Das sind positive Emotionen. Einfach, weil mich das so geflasht habt. Ich meine, ihr braucht das selbst nur mal durch das letzte Video scrollen. Also nicht den Maskenmontag, sondern das davor. Wie toll ihr da geschrieben habt. Das ist, ich möchte mich auch nicht für meine Tränen entschuldigen, weil das, weil das ist einfach auch menschlich. Und das hat mir einfach gezeigt, dass es wirklich noch gute Menschen auf dieser Welt gibt und nicht nur so blöde. Das Schlimme an solchen Sachen ist einfach, dass diese Negativität eher hängen bleibt als die Positivität. Und ich verstehe selbst nicht, warum das so ist. Sei doch mal ehrlich, ne? Ich meine, 98% mindestens
die sind so positiv eingestellt. Und warum bleibt, also wer selber Videos dreht oder in Social Media unterwegs ist, der wird das schon mitgekriegt haben, dass gerade diese Negativsachen einen echt runterziehen. Ja. Wenn das jetzt so war wie hier, das war jetzt wirklich eine Angriffsfläche. Und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich öffentlich so sagen soll, aber es war eine Angriffsfläche, mit der ich nicht gerechnet habe, dass sie auf Kira rumhacken, weil die hat einfach niemandem was getan. Das ist Kira, die braucht einfach nur süß aussehen. Und da ist es egal, ob sie ein Kilo zu viel drauf hat oder nicht. Also ich möchte das immer wieder betonen, Kira ist kein fetter Hund. Wer Kira in echt schon mal gesehen hat, weiß das. Wer Corgis kennt, weiß das. Und wer Terrier kennt, so Jack Russell Terrier und sowas, die sehr gedrungen sind, auch, der wisst das auch, genau. Und deswegen, das hat mich einfach eben so ein bisschen weggeflischt, also. Ja, verstehe ich. Ist doch ein Sauerei, was das machen. Mit dem Runtersetzen, runter näher, die wäre es. Ja. Schlimm. Aber wir sehen, gucken wieder zu der positiven Seite. Ja, wir gucken positiv jetzt. Und wir kriegen wieder nach oben und dann geht das weiter. Ich möchte einfach immer wieder nur Danke sagen für euren Support, für euren Rückhalt, für eure. Schluss mich an. Für eure Zusprache einfach auch. Ja, das ist. Das hat uns jetzt halt auch zum Umdenken und das ist. Ja, das hat mir halt gerade wieder so diesen Flash gegeben und die Hoffnung an die Menschheit einfach wieder gegeben. So. Manchmal denke ich wirklich, wir sind am Arsch, ne? Mhm. Ganz oft denke ich, so jetzt aber ein Nuchtränchen verdrückt. Das sind Freudentränen gewesen, einfach weil ihr so wirklich da wart. Und dafür danke ich euch von ganzem Herzen und die Maus hier natürlich auch. Ihr alle die Angestalten. So liegst du da. Guck mal, Kira. Hier sag mal. Ja. Lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Dabei kannst du deinen Wuchtbrummkörper zeigen, ne? So. Na gut. Also, haben wir darüber auch mal gesprochen. Ja. Hab euch wieder was vorgeflennt. So ist das nun mal. Das ist nicht Anna. So, ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt wieder. Ja. Einmal die Nase geschneuzt und ist wieder da. Warum der Uwe lacht, das ist schon wieder so ein Insider. Nee, ist okay, kann ich euch jetzt nicht erzählen. Nee. Aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Also. Nee. Ja, jetzt wollte ich euch gerade noch was erzählen. Jetzt ist das weg. Keine Ahnung. Was ich hab's vergessen, was ich erzählen wollte. Was wolltest du sagen? Ich hab's vergessen. Warum? Weil du abgelenkt bist. Weil ich abgelenkt bin, ja. Ja. Ach so. Das nächste Video. Nicht. Erzähl weiter. Ach so, das Video seht ihr ja erst später. Dann brauche ich ja nicht darauf hinweisen. Ich wollte nämlich gerade sagen, dass im Video was noch kommt. Die Kira dann verpixelt sein wird, weil das ist ja schon hochgeladen. Aber dann habt ihr das ja schon gesehen. Also. Und ab diesem Video hier ist wie immer. Wird das so sein wie immer, ganz genau. Und natürlich, was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ich natürlich diese ganzen negativen Leute lösche, ist ja klar. Ja. Da geht es auch, wenn man sich beschwert, ich hätte Kommentare gelöscht. Wenn sie schlecht sind, lösche ich sie. Wenn sie so verschwinden, habe ich damit nichts zu tun. Ich würde niemals einen positiven oder netten Kommentar löschen. Ja, nee. Weil ich da auch irgendwas gelesen habe von dem Schätzlein, dass die Kommentare verschwindet. Könnte durchaus sein, dass man statt auf Abschicken auf Abbrechen klickt. Das ist mir also auch schon ein paar Mal passiert und dann war der Kommentar ja weg. Und ich war der Meinung, ich habe das abgeschickt. Aber offensichtlich ja nicht. Hm. Also da seid bitte versichert, ich werde nur negative Kommentare, die unfreundlich sind, also die unter die Gürtellinie gehen, löschen oder die einfach dazu aufhetzen, ja, schlecht Wetter zu machen woanders. Also wenn ich denn sehe, dass da irgendjemand uns angreift, ja, und da gibt denn aus der Community, weiß ich nicht, 15 Leute einen Daumen hoch diesem Kommentar, ja, dann würde ich sowas halt auch löschen, weil sowas möchte ich in meinem Wohnzimmer nicht haben, ne?
Ist ja klar, also das ist mein Kanal oder unser Kanal, das ist unser Wohnzimmer, das sind unsere Regeln. Benehmt euch. Also ich meine damit natürlich nicht die ja, wir wissen schon. Die Normalos, sondern halt die anderen einfach benehmen, dreimal nachdenken, wenn es nötig ist und dann vielleicht was schreiben. Oder auch Emotionen, also Emojis benutzen, ja, damit man das vielleicht nicht als negativ bewertet. Denn das kann dann schon passieren, dass wenn ich einen Negativ-Kommentar, also einen Kommentar als negativ bewerte, dass der natürlich auch gelöscht ist. Und wenn ihr das denn gar nicht so gemeint habt, dann lag es wohl an der fehlenden, an den fehlenden Emojis. Also ja, da mal so ein Smiley mit reinzusetzen oder sonst was, ist ja nicht so schwer. Na, wenn ich aber merke, dass ich da verarscht werde, also das ein bösartiger Kommentar ist und der dann trotzdem mir ein Herzchen zeigt, den lösche ich natürlich auch. Also sorry, ist ja klar. Dann möchte ich hier nochmal erwähnen, dass viele Kommentare im Spam landen, automatisch von YouTube aussortiert. Von meiner lieben Sassi, die immer positiv schreibt, landet jeder Kommentar im Spam. Keine Ahnung warum. Ist so. Ja, dann braucht es halt seine Zeit, bis ich den freischalten kann. Ja, ich bin ja jetzt nicht 24/7 am PC oder am Handy oder sonst wo. Das braucht Zeit. Also sollte dem so sein. Und ihr könnt euren Kommentar nicht finden, weil ihr mit einem anderen Account nach mich kontrollieren wollt. Dann könnte der auch im Spam liegen und muss darauf warten, bis er freigeschaltet wird. Da kann ich dann erstmal nichts für. Ja? Das geht halt nur, wenn ich Zeit habe. Ja, und ansonsten freue ich mich, dass wir wieder normal weitermachen können, weil das stimmt schon, wisst ihr. Ich möchte dem da einfach den Sieg nicht gönnen. Ja. Haben sie nicht verdient. Also auch nicht, dass sie eine Schlacht gewinnen. Den Krieg werden sie sowieso nicht gewinnen, aber dafür sind wir zu stabil natürlich, was uns betrifft. Klar. Ja, das ist... ich habe halt tatsächlich nicht damit gerechnet, dass da auf Kira so rumgehackt wird. Und das war ja nicht nur ein Kommentar. Also da sind ja auch ganz viele im Spam gelandet oder die ich halt vorher schon gelöscht habe. Wahrscheinlich immer von denselben Kacklappen. Keine Ahnung. Geistig gestörte Menschen wirklich, die ein frustriertes Leben führen. Und wie ihr schon auch gesagt habt, die das an anderen auslassen. So. Damit sollte das jetzt aber endlich vom Tisch sein. Und jetzt habe ich mir das hier alle von der Seele geredet. Ich habe reflektiert und stimme euch einfach zu. Ja, ich kann da nur zustimmen. Also jetzt erst recht. Ja. Genau. Danke. Und dann nochmal sehen, wer stärker ist. Dankeschön dafür und ich würde einfach sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das kann sein, dass es jetzt ein bisschen kürzer ist, aber ich brauche auch jetzt einen Moment mal zum Durchpusten, weil das war schon sehr emotional für mich. Ja, stimmt. Ja, denn das ist okay. Es war ja auch ein bisschen mit Freudentränen behaftet, ne? Weil ich einfach auch mit so viel Rückhalt, ehrlich gesagt, gar nicht gerechnet habe. Nee. Aber bevor ich jetzt wieder in Tränen ausbreche, lass uns jetzt sagen, was wir immer sagen. Seid frech, wild und wunderbar. Bis dann, Mann. Mach's gut. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Und danke.